Auf ins Palazzo, fertig, los. Am 13. November startet das Gourmet-Theater am Humboldthafen in seine 7. Spielzeit. Natürlich mit einem brandneuen Programm. Der Ball des Grafen, eine neue Show, die beste, die aufwendigste, die es je in Berlin gab. Wir haben hervorragende Spitzenartisten, es ist sehr viel Poesie da. Also ich freue mich wahnsinnig auf die neue Jahreszeit, Palazzo-Zeit. Erstmals ist Sternekoch Kolja Kleeberg mit von der Partie und kreierte ein 4-Gänge-Menü, das der Wahlberliner am Mittwoch in seinem Restaurant V in Mitte präsentierte. Garnelen als Vorspeise, Kabeljau als Zwischen- und geschmorte Rinderschulter im Hauptgang. Die Tandoori-Garnelen mit Zwiebelpakora und dem Gurkenjoghurt servieren wir identisch hier auch im Restaurant. Zum einen, weil wir natürlich sicher sein wollten, dass es funktioniert, dass es in sich harmonisch ist. Aber zum anderen haben wir natürlich auch Gerichte ausgewählt, wo ich weiß, dass man die in einer sehr, sehr guten Qualität, aber in einer bestimmten Personenanzahl auch in einer bestimmten Zeit zubereiten kann. Lange musste Kolja Kleeberg nicht über das Angebot nachdenken, erzählt uns der Rheinländer. Richtig so findet auch Restaurantkritiker Heinz Haumann. Dieses Gericht oder dieses Menü besser, die Folge der Gerichte, wird ihm hundertprozentig gerecht und ist für Berlin eine wunderbare, plakative Präsentation. Als Dessert wird den Gästen übrigens ein Schokoladenparfait mit Kirschsorbet serviert. Auf des Grafen Ball ab 13. November im Palazzo.